Einen schönen Sonntagmorgen. Willkommen im hr-Fernsehen. Willkommen zum Nachdenken über die Ethik der Zukunft. Apropos Zukunft. Welche Zukunft hat eigentlich noch der Kapitalismus? Diese Wirtschaft tötet, das hat der Papst unlängst gesagt. Und ich begrüße an diesem Sonntagmorgen ganz herzlich Friedhelm Hengsbach, Jesuit wie der Papst, aber auch Ökonom und Sozialethiker. Guten Morgen, Herr Hengsbach. Schönen guten Morgen, Herr Schmidt-Degenhardt. Diese Wirtschaft tötet, hat Franziskus gesagt. Der Satz ist ja so plakativ wie platt, oder? Ja, zumindest zunächst einmal. Aber man kann sagen, was meint er? Er meint eine Wirtschaft, die ausgrenzt. Eine Wirtschaft, in der die, sagen wir mal, die Geldsphäre oder die monetäre Sphäre die Realwirtschaft dominiert und wo also auch das Geld praktisch so zum quasi religiösen Motiv wird und eine religiöse Weihe bekommt. Und vor allen Dingen eine Wirtschaft, die soziale Ungleichheit herstellt und zwar in einem Ausmaß, dass daraus Gewalt hervorgeht. Eine solche Wirtschaft, ja, erleben wir ja gegenwärtig, mit welcher Ausmaße soziale Ungleichheit weltweit am Ende hervorbringt, nämlich Krieg. Diese Wirtschaft tötet, sagt der Papst. Ich komme mal zurück zu meiner Eingangsfrage. Welche Zukunft hat diese Wirtschaft? Sie haben unlängst ein Buch geschrieben, sieht aus wie eine kleine Mao-Bibel. Teile nicht töten. Und der allererste Satz in Ihrem Buch heißt, die Wolken am Himmel und die Richtung des Windes könnt ihr deuten. Warum nicht die Zeichen dieser Zeit? Steht im Lukas-Evangelium. Ja. Was sind die Zeichen dieser Zeit? Jetzt mal ganz konkret. Wenn ich frage, welche Zukunft hat der Kapitalismus, was sind die Zeichen der Zeit im Moment? Wenn man das versucht, mal zu diagnostizieren. Also der Anlass zu diesem kleinen Buch waren, ich würde sagen, zwei Zeichen der Zeit. Einmal das apostolische Schreiben des Papstes, der auf 9 Seiten jedenfalls den Hintergrund angibt, wie die Kirche sich reformieren kann und was es bedeutet, wenn die Kirche an die Ränder geht und stößt dann auf eine Wirtschaft, die wirklich soziale Ungleichheit herproduziert und wo die Kirche genau eben halt zu den Armen, zu den am Rande gehenden laufen soll. Das ist das eine. Und das andere war das Buch von Thomas Piketty, Das Kapital im 21. Jahrhundert. War ein Bestseller gewesen im letzten Jahr, kann man ja sagen. Ja, auf jeden Fall. In den USA ist er gefeiert worden als der große Meister der gegenwärtigen Zeit. Und was ist das Besondere? Ich würde sagen, der Gezeitenwechsel, dass beide in scharfer Weise darauf hinweisen, dass wenn die Schieflage der Verteilung der Einkommen und der Vermögen so weiter fortgesetzt wird wie gegenwärtig, dann, Papst würde sagen, ist das gefährdet das das Menschenleben. Piketty würde sagen, gefährdet das unseren demokratischen Zusammenhalt. Und das ist für mich etwas Neues. Bisher hieß es immer, der Markt bringt gleichsam den Fortschritt. Man muss die Selbstheilungskräfte des Marktes laufen lassen. Und hier wird erstmal gesagt, es geht um die Verteilung und nicht in erster Linie nur um das Wachstum. Gut, das ist die Bestandsaufnahme jetzt, Piketty und Franziskus. Jetzt frage ich mich natürlich, Stichwort auch Piketty, wenn man diesen dicken Wälzer sich anguckt, der versucht ja zu analysieren, wie es eigentlich dazu überhaupt kommen konnte. Was ist da eigentlich schiefgelaufen, dass der Kapitalismus, ich sag mal, auf der einen Seite diese Ungerechtigkeit geschaffen hat, auf der anderen Seite funktioniert er ja tadellos irgendwo zum Schluss, oder? Ja, er funktioniert nicht tadellos. Er funktioniert, wie auch Piketty sagen würde, er funktioniert nur dann als Ausnahmeerscheinung, während der Weltkriege und zweitens in der unmittelbaren Nachkriegszeit, wo der Staat einmal durch eine Steuergesetzgebung die Dynamik des Kapitalismus eingegrenzt hat, also gebändigt hat oder wie Nell Bräunig sagen würde, also tatsächlich auch gebrochen hat. Und auf der anderen Seite, wo eine Sozialpolitik betrieben wurde, um auch die weniger Leistungsfähigen in der Wirtschaft am Gewinn oder an der Dynamik des Kapitalismus zu beteiligen. Das war Stichwort soziale Marktwirtschaft, das war quasi die Gegensteuerung. In der Nachkriegszeit konnte man von einer sozialen Marktwirtschaft sprechen. Da gab es die Rentenreform, da gab es die starke Ausweitung auch der sozialpolitischen Leistungen. Da gab es die Solidarität in den verschiedenen Sicherungssystemen und eine entsprechende Steuerpolitik, die die Vermögen und auch die höheren Einkommen stärker an der Finanzierung der öffentlichen Güter Beteiligte als die abhängig Beschäftigten. Wo finde ich denn die Erklärung dafür, dass die Schere gerade in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahrzehnten eigentlich immer mehr auseinanderklafft zwischen Arm und Reich und zwar weltweit, nicht nur in Deutschland? Ja. Wo finde ich da die Erklärung? Warum ist das so? Der französische Wirtschaftsjournalist Michel Albert hat das so genannt.
Der rheinische Kapitalismus ist politisch transformiert worden in den angloamerikanischen Finanzkapitalismus. Der rheinische Kapitalismus war die Variante mit der sozialen Marktwirtschaft quasi, oder? Hätte man sagen können. Also das war im Grunde das Unternehmen wurde als ein Personenverband angesehen. Und die Manager hatten die Aufgabe, die verschiedenen Interessen im Unternehmen zum Ausgleich zu bringen. Der angloamerikanische Finanzkapitalismus definiert den Wert eines Unternehmens oder den Erfolg eines Unternehmens ausschließlich durch die Finanzkennziffer, den Shareholder Value. Das heißt, die Manager haben die einzige Aufgabe, die Interessen der Aktionäre, also der Kapitaleigner, zu bedienen und nicht die derjenigen, die gleichsam an der Wertschöpfung des Unternehmens auch mitgearbeitet haben. Erklärt das diese zunehmende Schere? Auf jeden Fall die Schieflage der Einkommensverhältnisse und der Vermögensverhältnisse. Das sicher, denn wenn also auf der einen Seite ausschließlich nur diese Gruppe im Unternehmen das Ziel der gesamten Geschäftspolitik ist, das Kapital beisteuern, dann ist ja klar, dass deren Interessen in erster Linie bedient werden und nicht die Interessen beispielsweise der Gesellschaft, im Staat durch Steuern oder die Interessen der abhängig Beschäftigten über Löhne und die Interessen der Natur in Form von Naturabgaben oder ökologischen Orientierung eines Unternehmens. Jetzt dennoch mal Ehrenrettung für den Kapitalismus. Versuche ich zumindest mal. Er hat ja funktioniert, ich habe vorhin gesagt, tadellos, okay, das vielleicht nicht gerade, aber er funktioniert, er hat das System des Sozialismus, der Planwirtschaft überlebt. Und ist es nicht eigentlich auch der Kapitalismus, der, wenn er noch so fragwürdig ist, doch im Grunde so ein klein bisschen Wohlstand für Millionen von Menschen geschaffen hat? Also im Kapitalismus liegt eine Dynamik, die es also in nicht kapitalistischen Wirtschaften und Verhältnissen gar nicht gegeben hat. Das ist zweifellos. Die Dynamik liegt darin, dass praktisch durch die Geldschöpfung und durch die Kreditvergabe Unternehmer Möglichkeiten haben, eine Produktion in Gang zu setzen. Und zwar, wenn sie Rücksicht nehmen auf das, was am Markt verlangt wird, auch die wieder abgesetzt werden kann und wo natürlich dann auch die Wertschöpfung des Unternehmens in einem Ausmaß gesteigert wird, wie das sonst gar nicht der Fall war. Die Frage ist nur, wie wird diese Wertschöpfung, die von 4 Ressourcen oder von 4 Vermögen erzeugt wird, wie wird die verteilt? Die Verteilungsfrage ist für mich der entscheidende Maßstab auch, ob der Kapitalismus auf die Dauer überlebensfähig ist und ob die Dynamik, die jetzt in dieser Art und Weise des Wirtschaftens und auch der Geldschöpfung existiert, wie die auf die Masse der Bevölkerung hin durchsickert oder jedenfalls vermittelt wird. Bevor wir auf die Verteilungsfrage kommen, höre ich da trotzdem auch ein wenig Hochachtung bei Ihnen als Ökonomen raus, dass Sie sagen, der Kapitalismus ist schon so dynamisch, der kriegt das irgendwie immer wieder hin. Ne? Bei aller Kritik. Ja, es ist der so, ist ja sehr ausbaufähig. Ja, es gibt natürlich Leute, die sagen, Kapitalismus ist im Grunde der Markt. Mhm. Aber das ist natürlich eine völlige Verengung auch dieser gesamten kapitalistischen Dynamik. Weil in erster Linie ist der Kapitalismus ein Machtverhältnis. Und es ist ein Machtverhältnis derer, die das Kapital zur Verfügung stellen und nicht eine Macht ursprünglich derer, die praktisch die gesellschaftlichen Vorleistungen zur Verfügung stellen und auch das Arbeitsvermögen. Das heißt, Arbeit zählt deutlich weniger als das Kapital. Auf der einen Seite sind die Kapitalgeber genauso angewiesen auf die Arbeitskräfte wie umgekehrt. Diejenigen, die praktisch nur ihr Arbeitsvermögen haben, müssen an die Produktionsmittel heran, um praktisch ihren Lebensunterhalt zu gewährleisten. Die Kapitaleigner können ohne fremde Arbeit auch ihr Kapital nicht wirtschaftlich verwerten. Also sie sind aufeinander angewiesen über den Arbeitsvertrag, aber da fängt es ja schon an. Der Arbeitsvertrag klingt als freier Arbeitsvertrag, aber de facto ist die Verhandlungsposition beider sehr ungleich. Und die Zähmung des Kapitalismus oder der Kapitaleigner besteht darin, dass die abhängig Beschäftigten solidarisch eine Gegenmacht aufbauen und dann die Verteilungsfrage jedenfalls halbwegs egalitär oder halbwegs ausgewogen regeln können. Das heißt, der Arbeitsmarkt ist zu groß, da sind zu viele. Das heißt, sie können sich gegeneinander ausspielen lassen letztlich. Sie werden gegeneinander ausgespielt, wie wir ja auch gegenwärtig sehen. Alle Welt ist stolz über den Grad an Vollbeschäftigung, der erreicht wird. Aber die atypischen Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit, befristete Arbeit, Teilzeitarbeit und Arbeit zu einem Lohn, der noch mal durch Sozialleistungen aufgestockt werden muss, werden da nicht erwähnt. Also ohne den Rahmen, ohne einen gesellschaftlichen, ohne einen politischen Rahmen,
ist der Kapitalismus ein so einseitiges Machtverhältnis, dass es eben zu dem führt, was Piketty anmahnt, dass also die Einkommen der oberen Schichten und die Vermögensverhältnisse eben ungleich gegenüber den abhängig Beschäftigten oder den Einkommen der abhängig Beschäftigten steigen. Wenn wir uns mal die Einkommensverhältnisse anschauen, oder zunächst einmal die Einkommen, auch gerade die Spitzeneinkommen, ich frage mich immer, klingt vielleicht ein bisschen provokant, aber kann man eigentlich, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler, Ökonom, kann man eigentlich auf legalem Wege Millionen verdienen? Oder was mache ich da verkehrt? Auf legalem Wege geht das schon, wenn die entsprechende Politik, also wenn die Steuergesetzgebung so ist, dass eben halt eine solche Schieflage der Einkommen und Vermögen am Ende dabei herauskommt, dann ist das ja alles legal. Um diese legale Einkommens- und Vermögensentwicklung ranken sich ja ungeheure Legenden, warum es wichtig ist, dass die Ungleichheit der Einkommen so groß ist oder dass sie überhaupt existiert, weil da werden Anreize geschaffen. Das sind ja alles Ergebnisse von Leistungen. Auch wenn einer etwas erbt, dann hat ja wenigstens die Familie oder die Eltern, die haben dann wenigstens mal sich angestrengt. Das sind ja alles so Legenden. Oder dass der Familienzusammenhang gewährleistet ist durch Vermögensbildung oder durch exklusive Vermögen. Wenn man da mal hinterschaut, was ist denn Leistung? Das wird doch definiert von denen, die praktisch die Macht haben, die unterschiedlichen Einkommen und die unterschiedlichen sogenannten Leistungsbeiträge auch zu definieren. Wir sprechen von Leistungsgerechtigkeit. Wie will ich jetzt definieren in einem arbeitsteiligen Prozess, welchen Anteil beispielsweise die Reinigungskraft, die Designerin, der Mann am Band oder der Abteilungsleiter am Endprodukt einem Auto, Mercedes-Benz oder was weiß ich, hat. Das ist doch eher eine Frage beliebiger Zurechnung oder der Machtverhältnisse. Diese Machtverhältnisse, wodurch entstehen die denn? Ich meine, ich sag mal, wir leben ja in einem demokratischen Gemeinwesen, ja. Auch was die Wirtschaft betrifft letztlich? Oder woher kommen die Machtverhältnisse? Wie zementieren die sich? Also scheinbar ist eine Arbeitsgesellschaft, Erwerbsarbeitsgesellschaft, ziemlich egalitär. Es wird ja so auch dann die Legende verbreitet, dass jeder durch seine Arbeit, seine eigene Arbeit, entsprechende Einkommen beziehen kann, auch sparen kann und dann Vermögen aufbaut. Aber durch Arbeit wird man nicht reich. Man muss eher auch sehen, dass praktisch eine Minderheit die Wirtschaft, das gesamte Wirtschaftsgeschehen im eigenen Interesse auch steuern kann. Das sind nämlich diejenigen, die praktisch über das Kapital verfügen. Und die Mehrheit der Bevölkerung hat doch nur ihr Arbeitsvermögen. Von daher kommt doch schon eine Schieflage zustande, sodass also die Verhandlungsposition jeweils ungleich ist. Und wenn auch noch der Staat, der an sich den Kapitalismus einschränken oder bändigen könnte, wenn der sich praktisch noch zur Geisel der Lobbyisten macht, dann denke ich, ist die Schieflage auch noch mal in die Gesellschaft hinein weitergezogen. Was heißt zu einer Geisel der Lobbyisten? Was habe ich darunter zu verstehen? Ja, beispielsweise, wenn also die Autoindustrie und auch die IG Metall den Staat unter Druck setzen kann, zum Beispiel eine Abwrackprämie gesetzlich zu verankern. Oder wenn die Banken die Möglichkeiten haben, den Staat so unter Druck zu setzen, dass der Staat die Banken rettet und sich dabei so verschuldet und anschließend nochmal diejenigen, die eigentlich die Ursache für diese Finanz- und Bilanzkrise waren, dem Staat dann anschließend vorwerfen, dass er sich so hoch verschuldet hat. Aber trotzdem, gerade mal an diesem Beispiel, Abwrackprämie oder Bankenrettung, Sie haben vollkommen recht, zwei Skandale. Aber andererseits haben diese Skandale bewirkt, dass es ökonomisch voranging und dass wir eigentlich vor Schlimmerem bewahrt wurden, oder? Mal ganz naiv gedacht. Also ich denke, man müsste, wenn man eine Wirtschaft, vielleicht kann man das mal so sagen darf, moralisch oder ethisch beurteilen kann, müssten eigentlich die Interessen der Masse der Bevölkerung berücksichtigt werden. Es müssten die Interessen derer, die öffentliche Güter brauchen und die angewiesen sind auf öffentliche Güter, Infrastruktur, Bildung, Gesundheit und Pflege, dergleichen mehr. Und die Interessen dessen, was wir natürliche Umwelt nennen. Oder der Anwälte derer, die jetzt in besonderer Weise das ökologische Thema in den Vordergrund schieben, die müssen berücksichtigt werden neben den Kapitalinteressen. Wenn nur die Kapitalinteressen so im Vordergrund stehen, ohne die Erhaltung der natürlichen Umwelt, ohne eine ausgewogene Einkommensverteilung und auch ohne gleichsam die öffentlichen Güter entsprechend zu berücksichtigen. Die Schersteiner Brücke ist ja doch praktisch ein Staatsversagen. Der Staat macht sich arm.
Bleiben wir bei der Brücke, was ist da schief? Dass die Brücke absolut gesperrt wird, in Leverkusen ja ähnlich. Also dass die öffentliche Infrastruktur dermaßen marode ist inzwischen, weil der Staat anscheinend sich nicht die Finanzmittel besorgt hat, um also diese öffentlichen Güter, die für alle zugänglich sein sollen, aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Schierstein der Brücke ist das Produkt der schwarzen Null? Unter anderem. Also ist die schwarze Null ist ja jetzt nur der Indikator dafür, dass also der Staat praktisch darauf verzichtet hat, diejenigen, die über höhere Einkommen und Vermögen verfügen, an der Finanzierung der öffentlichen Güter entsprechend zu beteiligen. Wenn der Staat das so bisher geregelt hat, dann sind die Reichen, ich sag's mal so plakativ, natürlich schön blöd, wenn sie all das nicht nutzen. Steueroasen, Entlastungen und so weiter. Was alles ja, gibt, wenn der Staat ihnen das, wenn ihnen der Staat diese Möglichkeiten gibt. Ich meine, das ist ja insofern... Abschreibung, was da alles gibt. Ja, ich würde jetzt auch mal, ich möchte mal auf diese Lernprozesse auch jetzt zurückkommen. Es ist ja nicht so, dass da so eine Entwicklung in einer Linie nur läuft. Also es gibt ja Warnrufe. Piketty ist zum Beispiel ein Warner, ist ein Prophet, wie der Papst auch entsprechend. Und ich denke, darauf wird ja reagiert. Der Staat hat, oder die Staaten haben natürlich auch gemerkt, dass sie praktisch bei der Bankenrettung über den Tisch gezogen worden sind. Und jetzt kommt natürlich so eine Gegenbewegung. Der Staat versucht, sich zu behaupten, und das ist ja der eigentliche Konflikt, private Kapitalmacht gegen öffentliche, gegen also hoheitlich legitimierte Staatsmacht, dass der Staat sich da stärker behauptet und seine eigenen Interessen, also die Interessen der Allgemeinheit, auch stärker in den Vordergrund schiebt. Das heißt, die Politik hat die Lektion sehr wohl ein Stück weit gelernt aus dieser Banken. Ein bisschen hat sie gelernt. Ja. Ein bisschen, das ging sehr zurückhaltend. Ja, einfach deshalb, weil ich würde zum Beispiel in dem Buch von Piketty und auch in diesem Warnruf des Papstes auch so ein Zeichen der Zeit sehen, dass man nicht einfach fortsetzen kann, in dieser Politik auf die Selbstheilungskräfte des Marktes zu vertrauen und im schlanken Staat den besten aller möglichen Staaten zu sehen. Das war ja die, würde ich mal sagen, die Propaganda oder das war der Glaubenssatz oder das Dogma der vergangenen 30 Jahre. Und Herr Ackermann hat ja in der Schocksekunde der Pleite der Lehman Bank ja auch gesagt, ich glaube nicht mehr an die Selbstheilungskräfte des Marktes. Das war so eine Schocksekunde. Wollte er das heute auch noch so sagen? Vielleicht sagt er es, aber de facto machen die Banken so, wie sie vorher auch weitergemacht haben. Und vieles andere läuft einfach auch weiter. Es gilt nicht in erster Linie Solidarität oder ausgewogene Einkommens- und Vermögensverteilung, sondern man vertraut eigentlich wieder darauf, dass jeder so seinen eigenen Interessen folgt und mit anderen nur kooperiert, wenn es unbedingt dem eigenen Nutzen hilft. Blicken wir noch mal ganz kurz zurück. Direkt nach dieser Finanzkrise hat man in der Tat, Sie haben eben Ackermann zitiert, den Eindruck, da haben einige Leute ein bisschen was begriffen oder geahnt, ja, wo das Problem liegt. Ja. Jetzt läuft es wieder ein wenig runder und sind die Lektionen vergessen? Ja, ich habe den Eindruck, dass man unter dem Stichwort, wir sind ja noch mal davon gekommen. In der Tat, ja. Gerade in Deutschland ist das ja weit verbreitet. Es wird ja immer das hohe Lied gesungen, der Agenda 2010. Und dass die Vollbeschäftigung, also dass die Beschäftigung einen Grad erreicht hat, den es, der einmalig ist. Aber es wird also auch die negativen Faktoren werden übersehen. Beispielsweise, sind? Ja, zum Beispiel, dass viele Löhne durch Sozialleistungen aufgestockt werden müssen. Dass viele auch unternehmerische Initiativen subventioniert werden. Dass der Staat eben doch sehr stark wieder in Pflicht genommen wird, die Schäden zu beseitigen, die also ein solcher Kapitalismus laufend hervorruft. Zum Beispiel, was ist mit den Frauen, die nur Teilzeit beschäftigt sind? Wie ist deren Rente gesichert? Oder überhaupt, dass manche Leute nach 35 Jahren in Teilzeitarbeit oder in Leiharbeit oder auch in entsprechend befristeten Arbeitsverhältnissen sich sorgen müssen, ob nachher ihre Rente das Existenzminimum garantiert. Nehmen wir mal zwei Beispiele mal raus, die Sie eben aufgeführt haben. Das eine sind die Aufstocker. Das heißt, es gibt Familien, gerade im Rhein-Main-Gebiet, nicht nur hier, die haben 2, 3 Einkommen, aber kein Auskommen damit. Es ja, reicht hinten und vorne ja, nicht. Und das andere ist eine Altersarmut, die wir im Grunde vor uns herschieben, weil alle in geringfügig beschäftigten Verhältnissen arbeiten, oder? Ja, es ist eine mehrmalige Subvention, finde ich, die Unternehmen, damit die praktisch sagen können, wir haben die Lohnnebenkosten, sagen sie so gern,
Oder sie haben einfach praktisch die Kosten senken können. Und das ist natürlich auch wieder ein Ungleichgewicht, das in der Europäischen Union dazu führt, dass Deutschland hohe Exportüberschüsse und Leistungsbilanzüberschüsse hat und andere Länder natürlich dann, weil das ja symmetrisch ist, entsprechende Leistungsbilanzdefizite aufweisen müssen. Das ist ein Ungleichgewicht, das natürlich auch aufgrund der Konstruktion der Währungsunion und des Mangels an Kooperation und Koordination der jeweiligen Politiken und Finanzpolitiken oder Wirtschaftspolitiken der einzelnen Staaten verursacht ist. Bleiben wir noch mal beim Stichwort Altersarmut. Lohnnebenkosten haben Sie gerade angesprochen. Sieht denn keiner eigentlich, dass wir im Grunde das Problem in die Zukunft hinein verlagern? Dass wir mit den Löhnen, die wir jetzt zahlen und den geringen Lohnnebenkosten, keine Altersversorgung ist möglich, im Grunde eine Lawine an Altersarmut in 2-3 Jahrzehnten produzieren? Ja, man hat ja zunächst mal gedacht, mit der Agenda 2010 könnte man die Unternehmen entlasten von Kosten. Und man könnte vor allen Dingen die sozialen Leistungen oder die solidarischen Systeme, Gesundheit, Rente, also Alterssicherung und dann auch die Arbeitslosenversicherung reduzieren, indem man appelliert an die private Vorsorge. Riester-Rente oder überhaupt private Vorsorge. Wovon soll man das denn noch bezahlen? Ja, eben. Es für diejenigen, für die es eigentlich gedacht war, entweder hat man fahrlässig reagiert, politisch damals in der rot-grünen Koalition oder wirklich aus, ja, oder aus Dummheit oder auch wirklich aus Mutwillen. Ich weiß es nicht. Was vermuten Sie? Ja, ich bin vorsichtig und sage, zumindest war es fahrlässig. Mhm. Aber es gibt Leute, die sagen, nee, es war mehr. Es sollte einfach auch ganz gezielt unter dem Stichwort, es gibt kein Recht auf Faulheit oder die faulen Säcke, die müssen also durch eine aktivierende Sozialpolitik in den Arbeitsmarkt hineingepeitscht oder hineingedrängt werden. Also das wäre etwas mutwillig gewesen. Aber ich glaube, es gab auch so eine Vernebelung des damaligen Denkens, die sagt, wir müssen die private Initiative stärker, das haben bürgerliche Initiativen ja 30 Jahre lang auch immer wieder propagiert, wir müssen die private Initiative stärken und dann wird alles bestens laufen. Der Staat muss zurückgefahren werden, die solidarischen Sicherungssysteme müssen reduziert werden und man muss die Leute drängen, privat allein und eigenverantwortlich tätig zu sein. Nur Arbeitslose können nicht eigenverantwortlich private Vorsorge betreiben. Frauen, die halbtags arbeiten, können jedenfalls durch private Vorsorge sich nicht eine Rente sichern, die dann eben halt durch private Vorsorge noch aufgestockert ist. So, wie kommen wir da raus? Wir haben gesprochen, à la Lukas-Evangelium, über die Zeichen dieser Zeit. Ja. Wie kommen wir jetzt raus? Ausgangsfrage von mir, Zukunft. Wenn ich das in die Zukunft verlängere, was Sie eben gerade aufgezeichnet haben, sieht es sehr düster aus. Ja, es gibt ja, das ist eigentlich das Positive auch daran, es gibt Lernprozesse. Ein Lernprozess ist natürlich ja, die Diskussion, also erstmal die Diskussion, aber auch die gesetzliche Verankerung des Mindestlohns, dass man da unten aufstockt. Aber wie mühsam ist dieses Geschäft und wie wird es auch jetzt noch wieder tatsächlich gleichsam zerbröselt, weil an allen möglichen Ecken will man wieder Ausnahmen machen. Natürlich ist der Mindestlohn Sozialpolitik. Ich würde sagen, Tarifpolitik ist etwas anderes. Wenn also in Ostdeutschland die Hälfte aller Unternehmen oder die Hälfte aller Beschäftigten außerhalb der Tarifbindung liegen oder auch hier im Westen ein Drittel der Beschäftigten nicht tarifgebunden in Arbeitsverhältnissen stehen, wäre das sicher mal eine erste Möglichkeit, eine ausgewogene Einkommensverteilung herzustellen. Also Tarifpolitik. Das Zweite, ich meine, es gab mal die Debatte über die Mitbestimmung. Ob es nicht möglich, oder ich würde sagen, es kann ja sein, dass wenn nicht nur die Kapitaleigner ihre Interessen im Unternehmen durchsetzen können, sondern auch der Staat durch eine entsprechende Steuerpolitik und die abhängig Beschäftigten durch eine entsprechende Lohnpolitik und natürlich auch, das müsste der Staat oder das müssten die zivilgesellschaftlichen Initiativen sein, die gleichsam das Interesse der natürlichen Umwelt, wenn man das mal so definieren oder so formulieren darf, berücksichtigt werden. Wenn die vier Gruppen mitbestimmen könnten, wie das die Wertschöpfung im Unternehmen oder die volkswirtschaftliche Wertschöpfung verteilt wird, gäbe es ja auch schon mal eine ausgewogene Einkommens- und Vermögensverteilung. Mitbestimmen heißt ja ein Stück weit auch die Macht teilen. Ja, letztlich genau. Ist es eine Verteilungsfrage wieder, wie Sie zu Anfang des Gesprächs sagten. Es ist nicht nur Verteilungsfrage, sondern es ist eine Frage der Beteiligung an den Entscheidungsprozessen. Und das ist wichtiger als die Verteilung. Die Verteilung in der Tarifpolitik kommt ja immer zu spät.
wann dürfen die Gewerkschaften mal wirklich Lohnforderungen durchsetzen, die praktisch das, was an Wertschöpfung entstanden ist, paritätisch verteilen. Was steht dann vor dem Verteilen? Erstmal das Wachsen, die Wachstum. Die Produktion muss gesteigert werden. Und das ist natürlich auch die politische Ideologie. Das Wachstum muss gesteigert werden. Und dann können wir nachher sehen, wie es verteilt wird. Und das funktioniert meistens nicht. Wir haben ja gesehen, 20 Jahre lang ist die Steigerung, die reale Steigerung der Lohneinkommen hinter der Inflationsrate zurückgeblieben. Erst in den letzten Jahren hat sich das verändert. Wenn Sie jetzt in Ihrem Buch plakativ oben drüber schreiben, teilen nicht töten. Was heißt teilen konkret? Was fordern Sie? Also, dass der Staat, am Anfang der Produktion, am Anfang des Wertschöpfungsprozesses muss geklärt werden, welchen Anteil die einzelnen Faktoren oder die einzelnen Ressourcen bekommen. Das wäre zum Beispiel durch die Tarifpolitik könnte das auch geschehen, aber das kann nicht allein die Gewerkschaften machen. Die Gewerkschaften sind relativ schwach. Der Staat müsste dafür sorgen, erstmal, dass kein Unternehmen sich aus der Tarifbindung entlassen kann. Das ist beim Handwerk der Fall, aber nicht in der Industrie. Das wäre das Erste. Ein Gesetz, dass kein Unternehmen Tarifflucht begehen kann. Und das Zweite wäre natürlich, dass, wenn irgendwo ein Tarifvertrag abgeschlossen wird, dass der Staat oder der Arbeitsminister durch eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung diesen Tarif für die gesamte Branche verbindlich macht. Das wäre für den Dienstleistungs- und Pflegebereich und für die Sozialleistungen wäre das ungeheuer wichtig. Wir haben vorhin gesprochen über die Schere zwischen Arm und Reich, weltweit, aber auch in Deutschland. Klafft sie immer weiter auseinander. Ist da auch das Stichwort der Umverteilung? Sie haben vorhin gesprochen, gerade mal Erbschaften. Wir sind im Moment in einer Generationenübergabe von enormen Kapitalsummen auch. Ist da Umverteilung auch etwas, was Sie... Also für mich ist Umverteilung eben, wie der Name schon sagt, zweitrangig. Es muss es muss an der Stelle, wo Reichtum entsteht und wo Einkommen und Vermögen entstehen, da muss gleichsam eine paritätische Entscheidung stattfinden. Zwischen Staat, zwischen Arbeit, zwischen Umwelt und Kapital. Das heißt, dieser Reichtum darf gar nicht erst entstehen? Also der darf nicht so einseitig entstehen. Und das kann er eben halt durch eine Tarifpolitik, das ist eine Seite. Ich meine eine Mitbestimmung, eine paritätische Mitbestimmung über die Verwendung des Reichtums oder auch bei der Entstehung des Reichtums, wer welche Anteile bekommt, wäre es eine Möglichkeit. Haben wir in Deutschland eigentlich ein Armuts- und Reichtumsproblem? Wir haben ein Problem der Polarisierung. Auf der einen Seite ist die Schere immer größer geworden. Das heißt also, die Zahl derer, die jetzt also zu den Wohlhabenden, zu den Reichen und exklusiv Reichen gehören, die ist zahlmäßig schon groß. Und unten ist auch die Zahl derer, die jetzt im unteren Einkommensbereich sind, ist auch größer geworden. Und das ist jetzt nicht nur praktisch, dass der Abstand gleich bleibt, sondern der Abstand wird größer. Und das ist die Polarisierung. Zurückzukommen auf die Frage, welche Zukunft hat der Kapitalismus? Wir haben über die Flexibilität des Kapitalismus eben gerade nachgedacht. Würden Sie dem Kapitalismus eine Zukunft prognostizieren? Ja, wenn er eingerahmt werden kann in diese Interessenvielfalt derer, die praktisch die Dynamik des Kapitalismus ausmachen. Ich glaube, ein entscheidender Teil dieser Dynamik ist die Geldschöpfung. Wenn es gelingt, dass die Finanzsphäre jetzt nicht gleichsam zum Selbstläufer wird, das heißt nur um sich selbst kreist, sondern wenn sie wirklich, was auch der Papst und auch der Piketty dann sagen, dass sie im Dienst der Realwirtschaft steht, dann würde ich sagen, kann auch die Verteilungsfrage des real Erwirtschafteten eben auf viele mehr verteilt werden. Das heißt, wir kommen immer wieder auf die Ethik des Teilens. Kann ich so auf den Punkt bringen? Ja, aber in verschiedenen Bereichen. Also Teilen, auf der einen Seite Finanzsphäre, realwirtschaftliche Sphäre. Zweite Sphäre, Industriearbeit, Exportwirtschaft und der gesamte Bereich der Dienstleistungen, Gesundheit, Pflege, öffentlicher Bereich, privater Bereich, öffentlicher Bereich. Dann Männerarbeit, Frauenarbeit. Es ist immer eine Frage, man könnte sagen, eine Verteilungsfrage, aber es ist eine Frage der Balance. Wie entsteht jetzt in diesem Kapitalismus eine Balance, dass nicht die Machtverhältnisse entscheidend sind, Männer gegenüber Frauen, die Exportwirtschaft gegenüber dem gesamten Dienstleistungsbereich oder dem sozialen Bereich oder die Privatwirtschaft gegenüber dem öffentlichen Bereich. Die Machtfrage, die Frage der Balance und die Ethik des Teilens. Unsere halbe Stunde ist zu Ende, obwohl es jetzt eigentlich erst losging, nachzudenken. Ganz herzlichen Dank, Herr Engsbach. Bitte schön.
Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Sie haben jetzt wieder eine Woche Zeit, um drüber nachzudenken. Wir sehen uns wieder spätestens am kommenden Wochenende. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.